lese, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Im Kapitel Haut und Haare geht es um Krätze in Klammern Scabies und es werden Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt. Es sind 3 Stück, 2 rezeptfreie und 1 rezeptpflichtigen. Und der rezeptpflichtige ist der geeignete, der auch im Text am Anfang empfohlen wird. Und den stelle ich jetzt vor. Permethrin in Klammern äußerlich. Permethrin ist ein synthetischer Wirkstoff, der sich von dem aus Chrysanthemenblüten gewonnenen natürlichen Prytrum ableitet. Ja, man lernt nie aus. Hier habe ich auch noch Buch liegen, Herbal Medicines. Chrysantheme, ich weiß nicht, was das auf Englisch oder Lateinisch heißt. Kann man aber nachgucken. Mache ich jetzt nicht. Permethrin wirkt stark giftig auf Insekten und daneben auch auf Krätze, Milben. Zudem zeichnet sich das Mittel durch seine langanhaltende Wirkung aus. Bei Krätze ist das besonders wichtig, weil die Tiere in Gängen unter der Haut leben, wo sie nicht so leicht erreicht werden können. Wie gesagt, geeignet bei Krätze. Wichtig zu wissen, die Creme muss mindestens 8 Stunden einwirken, am besten über Nacht. Vorher sollten Sie nicht baden oder duschen. Meist genügt eine einmalige Anwendung. Durch Permethrin können Kribbeln oder Taubheitsgefühle an Körper oder Gliedmaßen verursacht werden. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Neugeborene und Säuglinge unter 2 Monaten sollten nicht mit dem Medikament behandelt werden. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Im ersten Drittel der Schwangerschaft sollten Sie die Anwendung aus Sicherheitsgründen möglichst vermeiden. Es sei denn, eine Behandlung ist unbedingt erforderlich. Während der restlichen Schwangerschaft können Sie die Creme anwenden. Wenn Sie stillen, sollten Sie während der Anwendung eine 5-tägige Stillpause einlegen. Es endet mit einem gelben Kasten. Achtung, Intimbereich.